von der Region für die Region. Hallo und herzlich willkommen aus dem Kufstein TV Studio. Schön, euch wieder begrüßen zu dürfen. Wie gewohnt starten wir direkt mit unseren Wochenhighlights. Der nächste Schritt. Wir waren bei der First Fire für das neue EPSA Gemeindezentrum dabei. Krisensicher. Rudi Anschober als Vortragender beim Kufsteiner Nachtgespräch. Zünftig feiern. Beim Dirndl- und Lederhosentag drehte sich alles um Tiroler Bräuche. Neu bestuhlt, die Mittelschule Langkampfen freut sich über frisches Mobiliar. Das Gemeindezentrum in Ips. Nach dem Spatenstich im vergangenen Dezember folgte nun mit der First Fire der nächste Meilenstein im Großprojekt. Unsere Eindrücke aus Ips gibt's gleich im Anschluss an die Werbung. Hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Das neue EPSA Gemeindehaus steht endlich fertig da, an jener Stelle hier, wo einst nur Erde war. Die eigentliche Idee war, ein Solitär herzustellen. Das ist jetzt das erste Gebäude, was gebaut worden ist. Das ist das Gemeindeamt. Das war eigentlich diesen Riesenplatz in drei Plätze unterteilt. Das ist jetzt der erste Teil. Es folgt dann die Sanierung vom alten Gemeindeamt und dann die komplette Platzgestaltung. Unglaublich, wie die Zeit vergeht, es ist soweit, das Heim es steht. Der Bauherr spricht den Dank nun aus an alle Helfer in dem Haus. Also es ist nicht ein Bürgermeisterhaus, es ist ein Bürgerhaus, ein Gemeindeamt für unsere Bürger. Und vor allem auch, dass dieses Haus ja auch diese Langlebigkeit erleben darf, wie das alte Gemeindehaus. Das ist 1910 gebaut worden, also gute 110 Jahre jetzt. Und ist immer noch, glaube ich, stattlich, wie es da steht. Also damit das so auch wirklich in Erfüllung geht, braucht es auch ein bisschen Glück, braucht es ein bisschen Segen. Gesegnet sei das neue Haus und alle die gehen ein und aus. Es ist eine Zwischenetappe, denn die eigentliche große feierliche Segnung werden wir dann nach Fertigstellung natürlich vollziehen. Das war ganz nett, ja, das Haus soll mindestens so lange stehen wie das bestehende Gemeindeamt, also gute 110 Jahre. Ich wohne in einem Haus aus 1756 und es steht tadellos. Wir sind stolz und dankbar, dass wir das so hinkriegt haben in dieser Zeit, die eigentlich planmäßig verlaufen ist alles. Und vor allem auch, dass das ja heute so nach einer unfallfreien Bauzeit gut mit der Fürstfeier, mit der dachgleichen Feier gefeiert werden kann.
komme eigentlich aus dem Handwerk und bin selber schon immer auf dem Bau gewesen und mir hat das einfach interessiert, dass man da auch mehr eingreifen kann und gestalten kann. Unser Professor der Lackner hat immer gesagt, 90% Arbeit und 10% Inspiration. Es wird sicher unseren Mitarbeitern, aber vor allem auch den Bürgern eine völlig neue Qualität des Arbeitsplatzes und der Dienstleistung also bieten. Das, glaube ich, ist der Hauptsinn dieses Gemeindeamtes im engeren Sinne. Aber es ist ja geplant, dass so im ganzen Umfeld dieses Gemeindehauses den Dorfplatz, den Marktplatz zu gestalten, das Bestandshaus zu sanieren und dann auszubilden als neue tolle Bücherei, als Raum für Jugend- und Kinderbetreuung, als Raum für allgemeine Betreuung und für den Chronisten. Und so glaube ich, wenn das Ensemble in 2 Jahren fertig sein wird, werden wir sicher ein Schmuckstück da im Epsa-Zentrum haben. Grundsätzlich ist geplant, mit einer Fernwärme das Ganze zu beheizen. Wir machen eine sehr nachhaltige Fassade, die wartungsfrei ist, eine Keramikfassade. Es war auch ein großes Thema bei der Finanzierung, aber es ist einfach eine sehr nachhaltige Fassade. Die große Veränderung am Dorfplatz ist einmal, dass er wirklich verkehrsfrei bleiben soll, also möglichst verkehrsfrei, soweit es geht. Wir haben eine sehr großzügige Tiefgarage unter dem ganzen Ensemble also gebaut, damit man wirklich die Kraftfahrzeuge vom Platz wegbringen und die also unterirdisch dann so abgestellt werden können. Und der Dorfplatz soll ein Begegnungsplatz werden, ein Platz für unsere Bürger, für unsere Gäste. Er soll also ein Veranstaltungsplatz werden und vor allem auch also ein Marktplatz werden, damit wir auch unsere Märkte da abhalten können und wirklich da eher also, ja, in diesem Dorfzentrum wirklich Leben einhaucht und da die Bürger das gern nutzen. Und um das zu erreichen, werden wir sicher versuchen, nicht jetzt nur zu betonieren und zu pflastern, sondern wirklich auch eine möglichst so angenehme Dorfplatzgestaltung zu realisieren. Das Haus ist nun gerichtet, geschmückt mit einem Baum. Es scheint im Sonnenlichte und ist der wahre Traum. Der ehemalige Gesundheitsminister Österreichs, Rudolf Anschober, weiß, was es heißt, Krisenzeiten zu durchleben. In der jüngsten Auflage des Kufsteiner Nachtgespräches hielt er zu eben jenem Thema einen anregenden Vortrag. Und direkt danach zukünftige Events in unseren Veranstaltungstipps. Nächste Woche auf QTV? Das Kufsteiner Nachtgespräch ist eine Diskussionsplattform, bei der ausgewählte Experten über aktuelle Themen referieren. Diesmal zu Gast Rudolf Anschober. Anschober kennt sich mit Krisen aus, war er doch zu der Zeit Gesundheitsminister, als Österreich in der Pandemie steckte. 2023 haben es nur 16% gesagt, sie sehen die aktuelle Entwicklung positiv. 41% sagen, sie sehen sie negativ. Und darunter sehen sie, wie war das bei der letzten Wahl 2018 in derselben Region, nämlich in Salzburg? Da waren wir bei 34 positiv und bei 19 negativ, also umgedreht. Damals vor 5 Jahren noch eine positive Grundstimmung und jetzt haben wir eine äußerst negative. Warum gibt es diese Krisen? Wie funktionieren die? Wie dynamisieren sie die gegenseitig? Das ist nämlich unser Problem im Augenblick. Vor allem, was können wir dagegen tun? Und was kann jeder Einzelne tun? Was können wir von der Politik einfordern? Etc. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass das eine irrsinnig spannende Zeit ist, in der wir leben. Und dass es sehr, sehr, sehr viel Sinn macht, wenn man sich politisch, wurscht ob parteipolitisch oder in der Zivilgesellschaft, sich einbringt und jetzt einen Beitrag leistet, weil es um ganz viel geht. Wir haben schon selbstgemachte Krisen. Wir haben einerseits die Energiekrise. Die Energiekrise ist dadurch entstanden, dass wir uns abhängig gemacht haben von Importen fossiler Energieträger. Das heißt, der Vortrag heißt ja die Polykrisen. Und Polykrisen bedeutet, dass die Krisen miteinander zu tun haben und dass sie sich gegenseitig beschleunigen. Ohne Krieg hätte es keine akute Energiekrise gegeben, was die Energiepreise betrifft. Ohne Energiekrise hätte es keine hohe Inflation gegeben. Das war der Auslöser dafür.
Ohne Inflation hätte es keine Verschärfung der Sozialkrise gegeben. Wir haben zwar vorher auch schon viel zu viele Menschen für ein sehr reiches Land in Armutssituationen gehabt, aber das hat sich jetzt eben dramatisch verschärft. Und ohne fossile Energieträger und dessen Verheizen würden wir keine Klimakrise haben. Es hängt alles miteinander zusammen. Und was wir mitnehmen sollen aus dem Ganzen ist, nicht zu verzweifeln ob der Komplexität dieser multiplen Krisen, sondern an gezielten Punkten anzusetzen. Wenn viele Einzelne viele kleine Schritte tun, bewegt sich die Welt. Und das ist es, wozu wir immer wieder animieren und ermuntern müssen. Die Krisen führen dazu, und das ist, glaube ich, der positive Nebeneffekt, dass Veränderungen eigentlich erzwungen werden. Beim Weg durch die von den fossilen Energieträgern, Energiewende, reden wir seit Jahrzehnten in Wirklichkeit. Und ich habe den Eindruck, jetzt wird es ernst dabei und jetzt wird getan. Frösche, die Eigenart haben, dass dann, wenn sie in ein heißes Wasser kommen, sich sofort retten durch einen Sprung aus dem Wasser heraus. Wohingegen, wenn langsam ein kühles Wasser erwärmt wird, versteht das der Frosch nicht und er übersieht es, dass er rechtzeitig flieht. Ähnlich verhält es sich mit der Klimakrise. Laut Anschober sitzen wir alle im selben Boot. Viele, viele Menschen haben in der Geschichte schon riesige Revolutionen erreicht gemeinsam. Die Abschaffung der Sklaverei, die Einführung der Bürgerrechte in den USA zum Beispiel oder die großen Umweltreformen, die es gegeben hat. Immer in all diesen Fällen hat es am Beginn ein paar Leute gegeben, eine Handvoll Leute gegeben, die gesagt haben, ich will, dass es da eine Änderung gibt. Aber am Ende des Tages haben ganz wenige ganz viel an Veränderung zustande gebracht. Und wenn wir an das glauben, dass wir verändern können, dass wir die Welt besser machen können, dann gelingt uns das auch. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und dieser Spagat zwischen Ernst und Hoffnung, zwischen Dystopie und dem berechtigten Aufbruchsmomentum, das ist, glaube ich, sehr gut zwischen den Zeilen heute hervorgekommen. Wir sollten nicht die Hoffnung verlieren. Wir sollten diese Krise meistern, wie die Menschheit schon viel gemeistert hat. Aber es ist ernst und es wird Zeit. Dass wir wieder daran glauben, dass wir eine Utopie entwickeln, dass wir daran glauben, dass wir von etwas träumen, was wir erreichen wollen als Gesellschaft, nämlich aus diesen zerstörerischen Krisen gemeinsam rauszukommen. Und erst dann, wenn wir daran glauben, werden wir es schaffen, dass wir es ab morgen umsetzen. Und das wünsche ich uns allen. Vielen herzlichen Dank. AIDA Los stand kurz vor dem Durchbruch. Doch dann kam Corona. Jetzt ist sie arbeitslos und wird vom AMS als Servierkraft vermittelt. In ihrem neuen Programm Arbeitslos parodiert die österreichische Kabarettistin nun ihre Gäste und gibt typische Kaffeehausdialoge zum Besten. AIDA Los in Arbeitslos am 24. Juni um 20 Uhr in der Kulturfabrik Kufstein. Die wunderliche Gastronomie öffnet bereits um 18.30 Uhr. Und auch beim vorletzten Abo-Konzert ist es so, das ist ein sehr interessantes Programm mit Stücken von Georg Friedrich Händel, dass ein Ensemble gesagt hat, wir wollen das machen, ob wir da Interesse hätten, wir sind da schon einige Jahre dran. Und meine Antwort ist dann sehr oft, ja, wir sind sehr interessiert. Aber bitte bedenkt, wir sind nicht die Kölner Philharmonie, wir sind auch nicht die Salzburger Festspiele oder das Konzerthaus in Wien. Wir sind eine mittelgroße Stadt, wir können was zahlen, aber wir können nicht diese großen Gagen zahlen. Und dann ist meistens so, dass die schauen und wenn sich in der Tourneeplanung ein Loch ergibt oder so, kann man dann spät sich einklinken, da haben wir einige interessante Dinge schon ergattert. In dem Fall ist es aber so, dass die noch auf der Suche waren und nicht gewusst haben, wo sie proben und wo sie das ganze Projekt auf die Beine stellen. Und dann ist es eben auch toll für uns zu sagen, na gut, dann starten wir in Kufstein da, wir haben gute Räumlichkeiten, wir haben gute Hotels, wir haben eine wirklich gute Infrastruktur.
Ihr könnt hier proben, macht das erste Konzert und dann beginnt die Tournee da. Der Hintergedanke ist auch, dass natürlich jedes Geld, das in der Stadt bleibt, auch politisch besser rechtfertigbar ist und auch den Kufsteinerinnen und Kufsteiner gegenüber besser rechtfertigbar ist. Und für viele Musiker und Ensembles ist es dann schon auch so ein bisschen eine sentimentale Erinnerung. Ah ja, Kufstein, da haben wir ja, weil wer da probt, der geht dann auch was essen, wer was isst, geht auch was trinken, wer was trinkt, versumpft. Und an solche Dinge erinnert man sich gern. Und da ist man, da kriegt Kufstein auch irgendwie ein Profil als Stadt, die was möglich macht. Das sechste Abonnementkonzert, und da freue ich mich besonders, wird einem ganz, ganz großen Werk gewidmet sein, Karl Orff, der Carmina Burana, und zwar auf der Festungsarena mit dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, mit verschiedenen Chören, mit Solisten, und ich werde es dirigieren und freue mich da sehr, dass wir damit die Abo-Reihe beenden. Schurchplatteln, Trachten und urige Musik. Was wäre Tirol ohne seine Tradition? Beim Dirndl- und Lederhosentag auf der Hohen Salve wurde das heimatliche Brauchtum in voller Gänze zelebriert. So, unser persönliches Highlight von uns vier ist heute die Trachtenshow vom Ausstatter Niederkofler. Da werden wir heute mitmachen, Spaß haben und danach geht es zu den kulinarischen Verköstigungen hier oben. Und da freuen wir uns drauf. Mit dabei sind heute hier der Gipfel auf der Hohen Salve, die Gipfelalm, die Kraftalm, die kleine Salve mit tollen Alphorn- und Weißenbläsern und natürlich auch die Sunnseitshütten auf der Sonnenseite in Hofgarten, wo auch die Aftershow-Party über die Bühne geht. Wir freuen uns riesig, dass schon wieder so viele Leute da sind beim Dirndl- und Lederhosentag. Wir haben ein tolles Rahmenprogramm da, angefangen von den Schurchplattler aus Hopfgarten, die Landjugend Hopfgarten und die Gruppe Heimatgefühl spielt für euch auf. Ja, willkommen dort auf der Sonnseitshütten. Wir haben heute den Dirndl- und Lederhosentag, haben heute schon ein bisschen ein Programm hinter uns und jetzt also als letzter Eck beginnt die Aftershow-Party mit Mama Jo. Nächste Woche auf QTV. Ich vermisse die Wüste. Ich vermisse das Meer. Und ich vermisse es, jeden Morgen aufzuwachen. Und mich zu fragen, welch wunderbare Abenteuer der neue Tag uns bringen wird. Diese Tage gehören der Vergangenheit an. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht an Magie. Aber ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Unerklärliche Dinge. Mir wurde klar, dass es nicht so sehr darauf ankommt, woran man glaubt, sondern wie fest man daran glaubt. Ja.
dieser Mann? Er ist ich bin Ihr Patenonkel. Zurück mit euch! Die Verantwortlichen der neuen Mittelschule Langkampfen sind stets darum bemüht, den Schulalltag für die Kinder mit allerlei Unterhaltungen attraktiv zu gestalten. Doch auch der Komfort im Klassenzimmer darf nicht zu kurz kommen. Deswegen erhielt die Mittelschule kürzlich eine nagelneue Bestuhlung. Doch vorher heißt's Platz nehmen für die Werbung. Wow, woher hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. In der Mittelschule Langkampfen ist heute ein ganz besonderer Tag. Nach 25 Jahren hat unser altes Gestühl ausgedient. Die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler haben sich geändert. Die werden tendenziell größer. Es haben sich auch die anatomischen Anforderungen ein bisschen geändert und wir brauchen ergonomische Stühle. Und die werden heute angeliefert, höhenverstellbar und Drehsessel. Wir haben das verbunden mit einem Projekt, dass die Schülerinnen und Schüler mithelfen beim Austausch. Und wir haben zusammen mit Restbeständen aus der Volksschule einen ganzen Sattelschlepper mit Tische und Schulstühle zusammengebracht, die wir in die Ukraine liefern. Und es werden zwei Schulen in der Ukraine mit unseren Stühlen, die noch sehr gut in Schuss sind, ausgestattet. Durchsage, alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 1a nehmen bitte ihre alten Stühle und bringen sie zu den Gemeindearbeitern in die Aula. Dort bekommt ihr den neuen Stuhl und geht wieder zurück in die Klasse. Bequem. Mir gefallen die neuen Möbel sehr gut, weil ich finde, sie sind sehr fein zum Hocken und nicht so hart wie die, was wir davor gehabt haben. Die Farbe ist auch cool, also ich finde, sie passt gut.
gut zu unseren Schülern zu. Ich finde die neuen Schulmöbel echt super, weil bei den alten Stühlen war schon, hat ab und zu nach ein paar Stunden sitzen schon weh an. Aber ich glaube, jetzt auf jeden Fall besser. Mir gefällt es voll gut, weil dann können sie nicht mehr so die Haare hängen wie bei den alten. Ich finde es cool. Sind viel schöner. Ich finde es cool, dass die Kissen drauf haben. Ja. Vielen Dank fürs Einschalten in dieser Woche. Freut euch schon wieder aufs nächste Mal, wenn wir für euch unter anderem beim Bezirkslandjugendtag in Epps sind. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Von der Region für die Region.